Immer mehr Städte müssen wir gründen. Bislang haben wir schon 3, das reicht uns aber nicht. Wir wollen expandieren, expandieren, expandieren. Das denkt sich aber auch die Konkurrenz. Das denkt sich die künstliche Intelligenz, die hier die anderen mit uns konkurrierenden Fraktionen befehligt. Wir sind hier auf einem fernen Planeten. Wir spielen die Preview-Version von Civilization Beyond Earth, die uns die Entwickler dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Und nicht nur wir wollen expandieren, sondern, wie man hier sieht, Christian Weigel, es sind auch die Polystralier. Die grünen Polystralier, die bierbrauende Fraktion aus dem weiten, fernen Südosten der Erde. Die haben ja einen Kolonietrupp zusammen mit einem Soldaten an uns vorbeigeschmuggelt. Die sind mir ja sowas von unsympathisch, diese Polystralier. Zumindest in dieser Let's Play-Reihe hier. Ich habe auch noch eine eigene, die ich ohne dich spiele. Da spiele ich die selber, aber das möchte ich jetzt, da möchte ich gar nicht daran erinnern. Die sind mir wirklich total unsympathisch, denn das ist unser Hauptkonkurrent hier. Andererseits ist das auch ein wertvoller Handelspartner. Deshalb will ich die auch gar nicht angreifen und massakrieren. Guck mal hier, das ist deren Stadt Freeland, mit der wir wertvollen Handel treiben. Ganz, ganz wichtig. Bringt uns hier ganz wertvolle Energiepunkte ein und Forschungspunkte. Und die sind uns ja auch turmhoch unterlegen. Das hier ist die Liste aller Fraktionen, die es im Spiel gibt. Und wir sehen, wer liegt haushoch vorne? Kavita Takur, das sind wir. Mhm. Und die Polystralia mit Utama mit 88 Punkten, nur halb so mächtig wie wir. Aber sie sind uns freundlich gesonnen. Das liegt an dem Handelsweg, den wir zu ihnen schicken. Sie mögen uns. Also wir lassen die jetzt in Ruhe ihre Stadt gründen oder nicht? Wollen wir die überfallen mit unseren Marines hier und massakrieren? Die dürfen ruhig. Wo wollen die überhaupt? Guck mal, das ist ja überall, liegt ein Canyon neben dem anderen, dazwischen ist Miasma. Das sieht doch alles so karg aus, aber vielleicht auch nur deshalb, weil wir die Ressourcensymbole nicht eingeblendet haben. Die kann man so ein bisschen besser sehen. Ist hier überhaupt, wenn du Polystralia wärst, Christian, wo würdest du hier siedeln? Ich würde nach Süden abbiegen. Von ihnen aus gesehen, nur dort am Strand, genau da, wo du gerade mit dem Zeiger bist. Hier? Nee, da, wo du gerade mit, da genau, da ich auf bin überall mit dem Zeiger, mal da und dort, hier. Da würde ich siedeln, da ist schön Chitin in der Nähe und Obst und... Ja, bist du vielleicht ein bisschen leiser? Die könnten dich jetzt hören. Psst, die hören mich nicht. Ich habe einen EMP und Störsende Anti-Dixbums-Abhörgerät. Anti-Dixbums-Abhörgerät, so steht es also, nicht im Katalog. Über welche Hightech-Sachen du hier verfügst, unfassbar. Unsere Kolonisten hier, die haben lediglich einen Anti-Miasma-Repulsor, oder wie das heißt. Und du verfügst tatsächlich über einen Anti-Hightech-Dingsbums. Wow. Guck mal, unsere Stadt Azraya darf wieder auf diesen Seedrachen schießen. Gerne. Gerne. Der wird sich immer wieder vor unseren Kanonen rumtreiben und wenn wir ihn abschießen, bekommen wir ein paar Forschungspunkte. Ist doch toll. Produktion wählen. In unserer Hauptstadt, in Mandira. Was hat die gerade als letztes gebaut? Das wollte ich dich gerade fragen. Das ist ein bisschen blöd, finde ich, gelöst, dass es da keine Anzeigen gibt, ne? Dass einem das letzte Gebäude nochmal angezeigt wird, wie bei C5. Nee, ich weiß, was sie gebaut hat. Der Thoriumreaktor ist fertig. Der gibt jetzt +3 Energie. Hier könnten wir jetzt auch ein Feature zeigen, was wir bislang noch gar nicht gezeigt haben, nämlich die Möglichkeit, Bürger zu Spezialisten zu machen. Mhm. Mach doch mal. Welchen? Ist egal, ne? Ich klicke hier einmal. Also, entweder kann ich das so machen, dass ich hier links einfach draufklicke, dann nimmt der Bürger. Das Programm den Bürger weg, den sie am blödesten platziert findet. Das ist in dem Fall tatsächlich der hier. Wenn ich den da wieder draufklicke, dann erscheint er an anderer Stelle hier. Ich kann den auch hier rauspicken und dann hier platzieren, wie auch immer. Genau, pick ihn noch mal raus, bitte. Erscheint er jetzt irgendwo? Nee, pick ihn noch mal hier, vom Land weg. Hier ist er platziert worden. Und pick ihn noch mal vom Land weg, bitte. Mhm. So, jetzt, dann erscheint er nämlich oben über dem Thoriumreaktor als untätiger Bürger. Mhm. Als Faulenzer, das geht gar nicht. Und im Thorium-Reaktor könnte er selber als Händler arbeiten, komisch, nicht als Reaktortechniker. Aber Händler sind eben alle die was mit Energie zu tun haben. Gefällt mir auch nicht. Wenn es Bürger gibt, die nur untätig rumhängen, die kommen nur auf dumme Gedanken. Die machen dann in ihrem Übermaß an Freizeit irgendwelche verrückten kindischen Sachen wie, was weiß ich, Let's Play-Videos aufnehmen oder irgendwas, wo sich kein Schwein für interessiert und was den kulturellen Wert der Gesellschaft überhaupt nicht voranträgt. Nee, das müssen wir unterbinden. Also setz den ruhig wieder irgendwo anders ein. Hier. Genau. Was produzieren wir jetzt hier? Vivarium? Nein, du hättest gerne den Gentresor, glaube ich. Ich hätte gerne den Gentresor, aber wir hätten auch noch Kapazität für eine weitere Handelsroute von unserer südlichen Stadt aus. Vielleicht bauen wir die vorher noch schnell. Die hat tatsächlich einen Handelskonvoi zu wenig. Und wir sind uns aber
Ganz sicher. Übrigens, ihr könnt mich jetzt ruhig, wenn ihr wollt, ist jetzt nur so ein Vorschlag, ganz unverbindlich, mich ein bisschen stilvoll bewundern. Dafür, dass ich schon diverse Shortcuts auswendig kann. Ich musste nirgendwo drauf klicken, habe einfach auf F10 gedrückt. Schaut mal, wie toll. Schick, ne? Und schon kommen diese fantastischen Interfaces. Das ist jetzt so ein bisschen die Gelegenheit für euch, euch als WB-Fanboys zu outen. Hatten wir eigentlich schon mal einen peinlicheren Augenblick in dieser Let's Play-Reihe, Christian? Selten und selten stank es so sehr nach Eigenlob. Und hast du mir nicht mal erzählt, alter Let's Player-Trick wäre, man müsste immer mit dem Mauszeiger das Interface bedienen, damit die Zuschauer sehen, was los ist. Ich kann mich ja nicht sagen. Ach, guck mal hier, Jim Bumba. Die wollen jetzt wirklich Stadt um Stadt gründen. Ja, aber Jim Bumba, also ich bitte dich, was sind das für eine traurige Position für eine Siedlung? Also den, ja, die übernehmen wir nachher einfach selbst. Gut. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, meinst du? Nö. Hier in Saira entsteht Halt, ich sehe auch, guck mal, ich sehe noch eine Bedrohung. Siehst du unsere Handelskarawane im Zentrum des Bildschirms? Ja. Zoom mal rein, bitte. Und hier auf dem Hügel nebendran im Miasma steht ein polystralischer, rechts hoch. Ja, genau da steht ein polystralisches Kampffahrzeug. Mhm. Was hat er damit vor? Ausflug? Betriebsausflug? Vermutlich. Freier Tag für die Soldaten, sich ein bisschen in die Miasma stellen und friedlichen Handelskonvois auflauern. Du meinst, sie wollen uns angreifen? Nee, ach, nicht mit dem einen Dick da, das wäre lächerlich. Bist du einfach nur weitsichtig jetzt, strategisch weitsichtig, oder bist du schreckhaft, Christian? Schreckhaft. Also Produktion wählen, alles wollen wir alles Schreckhafte mal beiseite packen und hier doch keine weiteren Militäreinheiten einstellen, sondern einfach nur einen... Noch eine Handelskarawane und dann bauen wir den Gentresor. Aber wirklich, versprochen, an mich selbst und dich. Der Vorteil, wenn man über Militäreinheiten verfügt, ist ja der, das wissen wir als erfahrene Civilization-Spieler, auch wenn man die nicht unbedingt direkt nutzt, um Gegner zu überfallen und deren Städte einzunehmen, haben die einfach eine abschreckende Wirkung. Im Diplomatie-Menü quasi oder in den Diplomatie-Features, die im Hintergrund bei der KI ablaufen, bei deren Diplomatie-Routinen, wenn die zum Beispiel prüfen, wo es einen schwachen Gegner gibt, den man überfallen könnte, dann ist es immer ganz gut, wenn man als militärisch stark gilt. Genau. Deshalb baut man bisweilen auch Einheiten, obwohl man die gar nicht direkt braucht. Sind wir soweit schon? Noch nicht ganz. Im Moment bin ich immer noch mehr an Forschung und Fortschritt interessiert. Ganz untypisch für mich. Ich erkenne dich kaum wieder. Alter Berserker. What's ours is yours. Guck mal, er möchte sogar ein Freundschaftsabkommen abschließen. Also vor dem müssen wir wirklich keine Angst haben. Das ist so ein freundlicher Kerl, echt. Ja, arbeiten wir zusammen, klar. Na klar. Er hatte ein Kampffahrzeug neben unserem Bautrupp stehen. Das sind gute Argumente, klar. Das ist kein Kampffahrzeug, das ist ein Ausflugs-, Party- und Familienfahrzeug. Die Kanone obendrauf, die ist nur... Ich glaube, das ist so ein rollender Bierwagen, wo die immer am Vatertag mit rumfahren durch die Städte. Ja, genau, so ein Bollerwägelchen. Genau, Bollerwägelchen mit Zapfhahn. Wert entwickeln. Oh ja. Da gehen wir jetzt doch gleich im Militär und greifen die an. Ich wünsche mir was anderes. Ich wünsche mir irgendwas, was uns ein bisschen Geld bringt. Und zwar gibt es doch da diesen einen Wert, der plus eine Energie für spezielle Ressourcen ermöglicht. Bei das Ding hier. Genau, Kommodifizierung. Wir haben ja doch einiges an. Vor allem führt das hierhin, zur standardisierten Architektur, und das finde ich richtig gut. Genau, da können wir nämlich alle Gebäude, die in der Hauptstadt stehen, für viel billiger in unseren Satellitenstädten bauen. Mhm. Grundlegende Ressourcen, das ist kurz zur Erklärung, das sind alle, die keine strategischen Ressourcen sind. Also nicht die drei Ressourcen sind, die man für die Weltanschauung, die Affinitäten braucht, und auch nicht die drei wie Öl oder Titan, die man für spezielle Hightech-Einheiten oder Gebäude benötigt. Ja, alternativ dazu, mach mal Stopp. Sowas wie Pilze zum Beispiel. Könnten wir auch das in der Mitte nehmen bei den Werten. Zentrale Planung, einfach platt auf die Kralle 5 Energie in der Hauptstadt. Ja, auch nicht schlecht. Würde uns im Augenblick sogar mehr bringen, weil wir die grundlegenderes... Ich guck mal nach, wie viel von denen überhaupt haben. Das wären hier einmal diese Chitinkäfer in Mandira. Einmal Pilze. Einmal Pilze und das war's. Und nochmal... Resilin. Noch mal. Und da nochmal schicken. Ja, das Korallen. Ist noch nicht mal angeschlossen. Die angeschlossenen gelten nicht, das ist die Frage jetzt. Nee, die Mitzien oder nicht? Nur die angeschlossenen. Dann sind das nur drei. Dann ist es echt nur Resilin und Chitin.
dann nehmen wir doch die zentrale Planung. Und das andere danach später noch. Nehmen wir den Stalinismus, gerne. Mhm. Nein, wir nehmen den Fünfjahresplan. Und, schau mal hier. Ach, guck mal, wir kriegen dann einen kostenlos, dann nehmen wir doch beide. Also, wir haben jetzt diesen Synergiebonus noch geholt, weil wir hier in der in dieser ersten Zeile, die ja mit römischer 1 markiert ist, da haben wir jetzt 5 fertig, 5 Werte uns geholt und bekommen dadurch den Synergiebonus einen Gratiswert holen. Aber sollte das nicht hier dieser sein? Das wäre auch schön, geht beides. Ich möchte die trotzdem aber alle auffüllen in Industriestufe 1. Man möchte so vieles im Leben, Christian. Ja. Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Nicht alle, da hast du recht. Aber hier diese gehen schon mal in Erfüllung. Jetzt können wir alle viele Gebäude schneller bauen. Hier der Recycler, der wird, falls wir in Mandira schon einen Recycler haben, haben wir. Mhm. Dann wird der hier in Zaira oder etwas schneller gebaut. Mhm. Genau, fahr mal über den Baufaktor. Da genau. Steht's. Wertemodifikator für Gebäude plus 25%. Mhm. Das heißt, eigentlich würde er nur mit 6 Schräubchen pro Runde gebaut, ja. Aber trotzdem dadurch jetzt mit 8. Bei plus 25% ist das nicht nur fein, das ist sogar pfein. Da haben wir nämlich auch bei den Buchstaben noch 25% drauf. Wunderbar. Tja. Das war ein ganz spezieller Nerdwitz. Der Erkunder hier mit dem... Ja, da steht jetzt der polystralische Soldat im Weg. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als mal eine runde Pause zu machen. Ja. Oder um es in deinen Worten zu sagen, der polystralische Dingsbums steht da rum. Eine Runde aussetzen würdest du ja gerne. Ja, klar, das heilt auch sogar ein bisschen. Ist doch schön. Gut. Dann zwingen wir ihn auch über den Hügel zu gehen. Wir machen ihn zum Hügelparker. Ja, dann kommt er nur langsamer voran. Mhm, sehr schön. Eine Runde aussetzen für ihn. Mhm. Ja, und haben wir nicht im Norden noch einen Erkunder, der auf Heilen gerade gepolt ist? Oh, da müssen wir auch mal aufpassen. Der ist im Augenblick nicht auf Heilen, aber den sollten wir einmal heilen lassen kurz. Lass uns das jetzt machen, damit wir das nicht vergessen. Mhm, gute Idee. Zieh ihn einfach auf den Hügel oder auf das Phyraxit und dann einmal heilen, bis er wieder... Und er meldet sich ja dann selbstständig, wenn er wieder dran ist. Gucken, wo. Ach, die ziehen Richtung Osten, hast du gesehen? Ah ja, haben sie die gezogen. Das ist doch schön, da können sie sich mit den Panasiaten anlegen. Ich wüsste ja doch gerne, wohin die ziehen. Ja, das ist jetzt aber schwierig herauszufinden. Der muss trotzdem erstmal nach Hause hier. Wir könnten den beschatten. Einfach so aus Neugierde. Weil das weiß ich aus dieser Let's Play-Reihe, dass einer von uns beiden bisweilen keine Entscheidung aus strategischem Weitblick fällt, sondern einfach nur, weil er neugierig ist, was passiert, wenn er eine bestimmte Entscheidung trifft. Zum Beispiel irgendeine unsinnige Quest erfüllt. Ich bin immer noch viel neugieriger, was in dieser verlassenen Siedlung ist, die unsere Soldaten gerade besetzt halten. Und deswegen müssen wir ganz schnell hier zurück und uns einen weiteren Expeditionskoffer holen. Und hier ein letzter Schuss auf den Seedrachen. Futsch! Meerdrachen. Es gibt 18 Wissenschaft dafür. Cool. Und das aus diesem Grund habe ich auch bei den Werten mir gewünscht, dass wir den Plünderungswert freischalten auf der Machtebene, damit wir jedes Mal, wenn wir ein Alien um die zur Strecke bringen, Wissenschaft dafür bekommen. Das einzige Schade ist, dass jetzt, nachdem wir die ersten Meerdrachen vernichtet haben, nicht mehr die Quest Greenpeace aufploppt, die manchmal aufploppt, wenn man keine großen Meeressäugetiere oder Meereswesen umbringt. Die wird jetzt nicht mehr freigeschaltet. Ach, nicht mehr? Oh. Nein. Ich weiß. Kann aber sein, wenn wir noch ein paar Meeresdrachen mehr killen, dass dann stattdessen alternativ die Quest Wahlschlechter freigeschaltet wird und wenn dann noch, und das, die ist gestufelt in mehrere Questketten, wenn man die erste Questkette dann erfüllt und nochmal ein paar mehr Drachen erfüllt, dann werden danach als besonderer Bonus wird dann noch eine weitere Alien-Kreatur freigeschaltet, die es sonst im Programm gar nicht gibt. Das sind so kleine Alien-Robben-Babys. Wenn man von denen dann ganz viele tötet, dann wird es so richtig geschmacklos. Also nach deiner Wahlschlechter-Tirade eben, werde ich dich jetzt fast überlegt, dich den Rest des Spiels Captain Ahab zu nennen. Solange du mich nicht Captain Fischstäbchen nennst, ist alles im grünen Bereich. Produktion wählen hier. Was wollen wir hier produzieren? Man versprach mir ein Weltwunder, den Gentresor. Wer hat dir das versprochen? Ich mir selbst. Ah. Oh, nur mal ganz kurz der Vollständigkeit halber. Die Zuschauer fragen immer wieder, hey Christian, hey WB, wie ist das mit der Gesundheit? Da kräht bei euch anscheinend kein Hahn danach. Ihr werdet immer ungesunder. Das ist uns egal, oder? In diesem Fall schon. Die fragen auch nicht nach der Gesundheit im Spiel, die fragen nach unserer eigenen menschlichen Gesundheit, weil sie denken, was ist denn mit diesen beiden? Andererseits, der Schwellwert hier, der ist tatsächlich bei minus 10. Wir sind jetzt bei minus 9 bei der Gesundheit. Na gut, dann bau ein Pharma-Labor. Ach nee, guck mal, wir sind schon bei minus 10%.
Ach nee, wenn wir jetzt bei minus 10 sind, dann bekommen wir nach meiner Erinnerung außerdem noch minus 10% bei der Produktion. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich hätte trotzdem gerne endlich mal den Gentresor. Ich will mal ein Weltwunder, ein planetares Wunder bauen, bitte. Ein Gentresor speziell für Christian. Ja, ich möchte meine eigenen Gene in einem Tresor ablegen. Puh. Bist du zufrieden immer noch mit der Verteilung der Bürger hier? Ja, und guck doch mal in der zentralen, im zentralen Stadtfeld, dieses schöne, dicke, gelbe Energie-Symbol für 5 Energie. Fett. Großartig. Was ich ein bisschen bedenklich finde, schau mal hier oben, 47 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Aber das ist ja alles dieses Nahrungsproblem dann behoben, wenn... Wenn der Gentresor fertig ist, der bringt nämlich plus 4 Nahrung. Und dann wächst Mandira auch wieder schneller. Und der ist jetzt ausgeheilt. Endlich. Der Marine und der hier auch. Ja, den lassen wir da aber mal schön sitzen, weil siehst du, was da im Norden angerollt kommt? Ein polystralischer Erkunder. Und? Ja, wir wollen doch nicht, dass der hier eine Ausgrabung durchführt. Nee, Gott nicht. Nee. Was wollen wir denn mit... Sollen wir denn den anderen Marine schon mal zurückschicken? Heim in die Heimat zurück? Ja, gar keine so schlechte Idee, ja. Mach das doch mal. Die hat ja keine besondere Bedeutung. Einfach zurück damit. Nee. Einfach zurück, genau. Einfach laufen lassen. Der meldet sich, wenn irgendwas den Weg blockiert. Und der bleibt da weiter stehen. Und blockiert einfach die archäologische Stätte. Ist es eigentlich völkerrechtswidrig, neutralen Archäologen den Zugang zu kulturell wertvollen archäologischen Stätten zu versperren mit Waffengewalt? Wieso Waffengewalt? Hat ja niemand gedroht, auf ihn zu schießen. Da ist einfach kein Campingplatz mehr frei. Da ist einfach keine Parzelle mehr übrig. Nach Saira mit dem? Genau, das war die neu gebaute Handelskarawane, dass Saira auch 2 hat. Ich denke, im Moment müssen wir nicht mehr auf Energie schauen, sondern versuchen, irgendwo die Produktion anzukurbeln. Mhm. Vielleicht sogar in Asraya, in unserer Stadt rechts oben. Und jetzt ist er hier angekommen und wird von uns eingesetzt. Also sucht er aus in die Hauptstadt nach Mandira. Das brächte beiden sehr viel Problem. Ach, macht nach Mandira, bitte. Wegen des Weltwunders. Wegen des Weltwunders, genau. Andererseits, wenn wir ihn nach Asraya schicken, dann ist das natürlich für die Produktion sehr hilfreich dort. Wie viel wird Asraya, Asraya bekommt doch bald selbst seine eigenen Karawanen, von daher. In die Hauptstadt mit ihm. In die Hauptstadt. Und warum? Weil du unbedingt deinen Gentresor schnellstmöglich fertig haben möchtest. Richtig, um mich selbst dort zu verewigen. Na gut. Bautrop hat hier gebaut, die Plantage. Ich kann es einfach nicht ertragen, dass meine Gene nur irgendwie in einer ganz schnöden, profanen Schublade aufbewahrt werden. Ich hätte dafür gerne einen Tresor. Und du möchtest das zweite Titan anschließen? Oder hier unten diesen Basaltsteinbruch. Eins von beidem auf jeden Fall. Können wir schon einen Steinbruch bauen? Muss man den nicht irgendwie gesondert erforschen? Kann sein. Ich glaube, das geht noch nicht. Sehen wir gleich. Einheit benötigt Befehle. Aha, das ist der Soldat, der nach Hause marschiert. Den musst du nochmal neu. Komisch. Komisch da ist. Ne? What's ours is yours. Oh, eine komplexe diplomatische Verhandlung. Der Podestralia. Heißt der eigentlich Hutama oder Yutama oder wie heißt der? Oder Utama? Hutama, ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht. Wir sprechen ihn deutsch aus. Hutama. Hutama. Und der hat ein ganz schön freches Angebot. Wir bekämen einen Gefallen, also einen dieser mystischen Zettel, auf dem steht, ich schulde dir was. Und er möchte dafür von uns 25 Energie, 1 Energie pro Runde und wir müssen ihm sogar die Grenzen aufmachen. Was sagst du dazu? Versuch doch mal, ihn dazu zu... Also könnten wir ruhig machen, aber ich möchte auch gerne von ihm auch offene Grenzen sehen. Um welchen Gefallen würdest du ihn denn potenziell bitten demnächst mal? Demnächst mal irgendwo, ja, vielleicht für Rohstoffe oder für ein bisschen Wissenschaft. Aber du möchtest versuchen, ob er die offenen Grenzen uns außerdem gibt? Genau, also wenn, dann bitte gleiches Recht für alle. What's ours is yours. For a price. Und da sagt er okay, oder? Das ist mir nicht ganz klar. Guck mal, du hast jetzt gefragt, was halten Sie davon? Er will noch mehr. Jetzt will er gleich 2 Energie pro Runde. Für diesen Gefallen? Ich bin dagegen. Den Gefallen hättest du gerne auf jeden Fall. Nee, den brauchen wir nicht. Ich habe keinen Grund, jetzt den Gefallen da. What's ours is yours. Dann lehn das ab. Ja, wir lehnen alles ab.
lehnen alles ab. Wozu brauchen wir bei ihm offene Grenzen? Wenn du das jetzt vorschlagen machst, dann wird das wahrscheinlich annehmen. Alles weg. Alles weg, zurück, ablehnen. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn als Handelspartner, aber nicht als diplomatischen Partner. Im Augenblick nicht. Er ist uns weit unterlegen. Sein Territorium muss von uns, muss von unseren Einheiten nicht durchquert werden. Mhm. Guck mal, ein Belagerungswurm. Leicht wütend. Aber der kann ja nur ein Feld pro Runde marschieren, kriechen, buddeln. Jetzt gucke ich mal kurz nach dem Steinbruch, ob wir den schon bauen können. Der wäre der denn? Ich glaube, den. Nein? Hier ist er, glaube ich. Nee, doch Steinbruch. Kann man den schon oder kann man den nicht? Ach, weißt du was? Wir checken das einfach, indem wir den hier draufziehen. Du meinst, wir checken das empirisch? Ja. Oder wir bauen hier tatsächlich eine Was wird denn im Augenblick von. Ja, der hier ist wichtiger. Dann ziehen wir den hier schon mal rauf. Dann probieren wir das. Und geht schon. Es geht. Jawohl. Super. Trial and Error. Und ich bin jetzt relativ froh, dass wir uns hier dieses Chitinkäferfeld gekauft haben, bevor Polystralien da zu groß wurde. Das war eine gute Idee. Und wer hatte sie? Sei nicht so unbescheiden. CW. Du warst das. Expedition bauen dauert jetzt. Wir setzen das fort noch 6 Runden. Der Kunde ist wieder ausgeheilt. Aber bis dahin wird das jetzt durchziehen können, ohne dann am Miasma zu ersticken. Hast du schon mal in deiner Wohnung Miasma gehabt? Ja, schon oft, vor allem im Bereich der Biomülltonne. Oh. Das wolltest du jetzt nicht so hören, oder? Ich weiß nicht, was ich hören wollte. Es war tatsächlich eine offene Frage, aus Neugierde gestellt. Ich wusste nicht genau, welche Antwort kommt. Ach so. Jetzt werde ich mich, immer wenn ich an dich denke, dich vorstellen, mir gemeinsam vor dem inneren Auge, zusammen mit deiner Biomülltonne. jetzt hatten wir hier einen. Nee, noch ein Handelskonvoi. Im Moment. Nee, wir haben den Recycler gebaut. Ah, stimmt. Und der zweite Handelskonvoi von Saira aus fährt ja schon. Und jetzt kannst du dir, wenn du möchtest, überlegen, ein Pharmalabor zu bauen. Bedenke aber, dass in der Hauptstadt noch kein Pharmalabor steht. Und wir deswegen keine Kopie davon errichten können. Also vielleicht doch lieber eine Reliquie. Genau. Bist du dir sicher? Ich habe bei den Handelskonvois jetzt nicht mitgezählt, dass das hier auf jeden Fall schon mal alle sind. Doch. Da ist ja auch in der Stadt eine kleine Anzeige zu sehen, wie viele Handelskonvois da schon fahren. Wo ist die? Ganz links oben neben dem Stadtnamen steht ein. Aha, in der Mitte 2 Slots von 2, alles klar. Genau. Okay. Hier marschieren wir auch weiter. Ja, schade, dass da so viele Hügel im Weg sind. Da ist echt. Ah, obwohl, Asraya ist gar nicht mehr so weit weg. Super. Oh, und guck doch mal, hurra, unser zweiter Erkunder ist schon in Asraya angekommen, hat schon sein Expeditionsmodul-Täschchen wieder aufgefüllt. Das hatte ich eben gemacht, als du mal einen Moment geredet und nicht auf den Bildschirm geguckt hast, da habe ich das einfach gemacht alles. Während du redest, spiele ich im Hintergrund weiter. Oh, guck mal hier. Gendesign. Schaltet uns frei. Nutzt uns nichts, Gengarten, ein Gebäude, brauchen wir aber Reinheitsstufe 2 für und eine Klonfabrik, dafür brauchen wir Xenomasse, erschlossen. Ein erschlossenes Vorkommen dieser strategischen Ressource haben wir auch nicht. Und die Ektogenese-Kapsel. Das ist dieses ein schönes Weltwunder. Mhm. Das dir sehr gut gefällt. Das bauen wir dann auch später. Finde ich cool. Ziehen wir aber erst mit dem hier weiter. Der Erkunder, mit dem ziehen wir Richtung Osten. Oder mal gucken, ob irgendwo ein Artefakt hier noch darauf wartet. Jetzt hast du die Symbolempfehlung gerade ausgemacht. Nee. Ach nee, angemacht. Nee, ich glaube, das ist jetzt im Moment das Einzige, was ich sehe. Dann ziehen wir den noch zu dem Marine hin. Genau, den müssen wir ja da auch mal ablösen, so langsam. Ja. Bitte. Alles klar. Und dann halten wir mal Ausschau nach. Ah, Saira hat jetzt 5 Bewohner. Wunderbar. Sind wir damit zufrieden, wo der 5. steht? Der 5. arbeitet, glaube ich, auf dem Korallenfeld. Ja, ist eigentlich toll. Bringt aber ein Kultur immerhin. Ja, das bringt mich auch gleich darauf, was wir als nächstes erforschen. Ach, guck mal, das Korallenfeld. Oder hier oben könnten wir es auch hinstellen. Dann nimm lieber das rechte Pilzfeld auf der Mine. Das bringt nämlich noch ein Schräubchen zusätzlich. Welches? Das hier ist doch schon. Das gehört uns noch nicht, okay. Ja, und das gehört uns noch nicht, genau. Ich setze mal alle zurück. Wie macht das Programm das? Das ist okay. Das ist auch das okay, ist das okay. Wird ja gleich was. Das ist okay. Ich bin okay, du bist okay, wir sind alle okay. Weil das hier ist Schwachsinn.
Das ist Schwachsinn, ja. Da gibt's Besseres. Soll nicht erstmal die Bevölkerung hier ein bisschen hochtreiben? Bei unserem Gesundheitszustand. Dann mache ich so. Alles klar? Sollen wir es so machen? Alles klar, ja. Ja, ja, ja. Und jetzt sehen wir noch eine Forschung. Ja, ich habe schon einen Wunsch, bitte. Ach, weißt du was? Lassen wir noch einen Moment in deinem Kopf schmoren. Leg ihn dir zurecht, wende ihn, dreh ihn von allen Seiten, lass ihn gut durchsotten und gut durchbraten. Wenn er so richtig schmackhaft ist und perfekt, genau perfekt dir auf der Zunge liegt, dann servier ihn doch uns bitte zum Auftakt der nächsten Folge.